Ja, herzlich willkommen zum heutigen Klangabend. Das heutige Thema: traumasensible Klangarbeit. An diesem Klangabend stellen die erfahrenen Fachkräfte Angelika Riegmann und Stefanie Margarete Glocke vor, was sie unter traumasensibel verstehen, und zwar sowohl von Seiten des Klanggebenden als auch des Nehmenden. Ja, danke, Uli, dass du uns hier begrüßt. Mein Name ist Stefanie Margarete Glocke und ich freue mich, mit der Angelika heute zusammen den Abend gestalten zu können. Hallo, herzlich willkommen alle, die da sind. Ja, ich bin Angelika Riegmann, Ergotherapeutin, Klangtherapeutin, Klangausbilderin. Und Stefanie und ich haben zusammen dieses Thema entwickelt, traumasensible Klangarbeit. Und das ist ein sehr besonderes Thema, das uns sehr bewegt, sehr berührt und daran möchten wir euch teilhaben lassen. Wir haben nämlich für euch erstmal eine Bildschirmpräsentation vorbereitet, die sehr wenig mit Klang zu tun hat. Ich versuche einfach mal das freizugeben und also nochmal willkommen zu unserem Klangabend. Uli hat schon gesagt, traumasensible Klangarbeit, überwältigte Menschen mit Klang begleiten. Und ihr seht schon, der Begriff PTBS haben wir in Klammer gesetzt, weil der für uns gar nicht so wichtig ist. Was verstehen wir überhaupt unter Trauma? Und da wollen wir euch mit reinnehmen. Allgemein gesagt ist Trauma erst einmal eine Verletzung, und zwar eine körperliche Verletzung, ein Knochenbruch, eine Schnittwunde. Und darum geht es uns aber gar nicht, sondern wir wollen mit Menschen, die herausfordernde, überwältigende Erfahrungen gemacht haben, die mit einer existenziellen Bedrohung verbunden waren und in tiefe Verzweiflung hervorgerufen hätte bei fast jedem. Um diese Art von Trauma geht es uns. Ihr seht, die Definition ist aus einem ICD. ICD bedeutet, ist ein Index, in dem alle Erkrankungen, die Landleute, also die es gibt oder die man kennt, erfasst sind. Das ist das, was ihr auf Krankmeldungen früher in diesen Kürzeln gesehen habt. Genau. Und das wird beschrieben. Ein Trauma ist erstmal ein, ja, Kunstwort auch. Und von einer posttraumatischen Belastungsstörung spricht man, wenn die akute Belastung länger als 6 bis 8 Wochen anhält, beziehungsweise die Symptomatik, also zum Beispiel ein Zittern oder dass man nachts nicht gut schläft oder auch gar nicht schläft, dass Ängste auftreten, wo es eigentlich vorher gar keine waren. Bis zu diesem Zeitpunkt spricht man von einer akuten Belastungssituation, die sich bei vielen Menschen von selbst löst, aber eben auch bei einem Teil eben nicht, wo die Psyche sich nicht selbst reguliert. Wir wollen euch statt dieser Belastungsstörung eine Umdeutung anbieten, weil wir ja Klangpraktiker sind und Menschen, die mit dem Klang unterwegs sind und das Wort Salutogenese, also das gesunde Stärken, ja für uns eigentlich ganz, ganz wichtig ist. Wir bieten euch das Wort an, eine posttraumatische Anpassungsleistung. Die Frage ist, warum? Unsere Psyche hat sich der akuten, belastenden Situation angepasst, so wie sie reagiert hat. Sie hat uns damit geschützt. Sie hat das Beste getan, damit wir weiterleben können. Und das gilt es erst einmal zu respektieren und sich dafür auch zu bedanken. Und was die Schwierigkeit ist, sie hat es halt bis jetzt noch nicht aufgegeben und reagiert immer noch so, obwohl sie es vielleicht gar nicht mehr müsste. Ihr dürft zwischendurch all eure Fragen in den Chat schreiben. Ich mag es noch mal kurz betonen. Wenn was kommt, dann gerne im Anklang noch mal fragen. Wir wollen euch auch ganz kurz noch mal erzählen, wie funktioniert es eigentlich? Was passiert eigentlich in dem Moment der Belastung? Wie funktioniert unser Gehirn?
Und wir haben euch dazu drei Folien vorbereitet, in denen ihr ein bisschen was skizziert habt, verbildlicht bekommt. Normalerweise funktioniert unser Gehirn so, und ich mache es an einem Beispiel klar, man spielt mit dem Ball, das wäre die Gesamtsituation, unser Auge sieht, es kommt etwas auf mich zu und gibt diesen Reiz an einen Teil unseres Gehirns weiter, das sagt, und diese Information gibt es weiter an den zweiten Teil, an die Amygdala, und die sagt, ach, das ist ein angenehmes Ding. Damit verbinde ich etwas sehr Angenehmes. Um mehr geht es erstmal noch gar nicht. Diese Information angenehm gibt sie weiter an den Hippocampus oder den Bibliothekar. Er gleicht dieses angenehme Gefühl mit dem Reiz zusammen ab und sagt, ach, kenne ich. Und ist ähnlich wie eine andere Situation, wo was auf mich zugeflogen kommt und es hat mir gut getan. Und die Strategie, die ich hatte, war, ich fange das, was auf mich zukommt. Und diese Handlungsanweisung geht in den nächsten Teil. Und der Kortex gibt die Handlungsanweisung an unsere Hand, fang den Ball. Das ist alles sehr, sehr vereinfacht dargestellt, aber was wichtig ist, es ist ein großer Kreislauf. Jeder Teil hat seinen Anteil an diesem, der Reiz kommt und die Reaktion geschieht. Es gibt es natürlich auch mit unangenehmen Dingen. Also, man schmeckt zum Beispiel etwas und es ist bitter. Und die Amygdala sagt, das ist unangenehm. Und der Hippocampus sagt, bitter ist ein Zeichen, kenne ich. Daraufhin gab es die und die Reaktion und er gibt an den Mund die Handlungsanweisung, spuck's aus. Das ist das, wie wir jeden Tag mit in unserem Alltag unterwegs sind. Es wird unterschieden zwischen angenehm und unangenehm. Jetzt kennt die Amygdala aber noch eine weitere Möglichkeit, nämlich zu sagen, es gibt eine große Gefahr. Das heißt, zum Beispiel bei einem Feuer, Hausbrand, die Nase riecht und das Auge sieht, es ist hell, es riecht nach Rauch. Sie gibt diese Information an die Amygdala weiter und die Amygdala sagt, wir haben gar keine Zeit hier unten irgendwas zu tun, sondern die schreit einfach nur Lauf und gibt dem Nervensystem direkt den Befehl zu flüchten. Hier unten das ist dick abgeschnitten. Der Hippocampus hat überhaupt gar keine Chance. Der wird überhaupt nicht gefragt, sondern die Amygdala gibt den direkten Handlungsbefehl über das Nervensystem und sie hat dazu, ihr seht hier vier Pfeile, vier Möglichkeiten, nämlich die Flucht, habe ich gerade gesagt, aufgrund dessen, was passiert ist, zum Beispiel bei Brand oder bei Hochwasser oder wenn was auf mich zukommt, was mir gefährlich ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in den Kampf zu gehen. Also das heißt, wenn mir jemand mit einem Schwert entgegenkommt und ich habe auch ein Schwert, dann gehe ich in den Kampf. Und was wir aus dem Tierreich oft auch kennen oder auch vielleicht manchmal der ein oder andere oder die ein oder andere von uns selbst, ist der Todstellreflex. Das heißt, Entschuldigung, das sollte nicht sein. Der Todstellreflex, das heißt, wir frieren ein oder wenn ein Vogel gegen die Fensterscheibe fliegt, dann fällt er erstmal wie tot runter und dadurch kann sich das System wieder neu sortieren. Eine nicht ganz so bekannte Möglichkeit der Amygdala ist die Unterwerfung. Und da möchte ich euch auch ein kurzes Beispiel aus dem Tierreich geben. Manchmal kann man das bei Hunden erkennen, wenn ein Rudel unterwegs ist, dass ein Hund sich dem anderen
anderen unterwirft, zum Beispiel nachdem er um einen Rang gekämpft auch hat. Diese vier Möglichkeiten hat die Amygdala als direkten Behandlungsbefehl ans Nervensystem zu geben und wir tun es. Und erst im Nachgang oder während wir es tun, wird uns bewusst, dass wir es tun. So, das war ordentlich viel Theorie. Ich hoffe, ihr konntet ein ganz klein bisschen folgen. Ansonsten gerne später nochmal als Nachfrage. Wir, Stefanie und ich, möchten dir nun eine Klangreise vorstellen, die zur Entspannung und Stärkung deiner Ressourcen beitragen kann. Gleichzeitig ist sie, passend zum heutigen Thema, eine Wahrnehmungsübung, in der du die Möglichkeit hast, intensiv deine Sinne zu stärken. Speziell für unsere Zielgruppe kann sie zur Stabilisierung, Verwurzelung und Zentrierung genutzt werden. Ebenso zum Regenerieren und Kraft schöpfen. Und nun mach es dir bequem. Im Sitzen oder im Liegen. So angenehm wie möglich. Und genieße es, jetzt Zeit für diese Übung zu haben. Du brauchst jetzt nichts tun. Genieße einfach das Bestmögliche. Soweit das im Moment möglich ist. Schließe gerne die Augen und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Einfach nur das wahrnehmen, was gerade ist. Beginne bei deinem Kopf. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit weiter durch den Hals, zu den Schultern, zum Bauch. Wie nimmst du gerade deinen Beckenbereich wahr? Hat dein Becken Kontakt zum Boden oder zum Stuhl? Wie spürst du deine Beine? Die Oberschenkel?
die Unterschenkel. Stehen deine Füße fest auf dem Boden? Richte deine Aufmerksamkeit auf den Atem. Kannst du wahrnehmen, wie der Atem in dich ein- und ausströmt? Einatmen, gar der Brustkorb oder die Bauchdecke. Nun darfst du mit deinem Atem nach und nach deine Aufmerksamkeit nach innen lenken. Stelle dir jetzt eine für dich angenehme, grüne, offene Landschaft vor. Schaue dich ein wenig um. Ob dort vielleicht schon ein Baum ist, der dir gefällt. Kannst ihn auch entstehen lassen. Vielleicht hast du ja auch einen Lieblingsbaum, den du dir in dieser Landschaft vorstellen möchtest. Baum vor, der alles hat, was er braucht. Nimm dir dazu etwas Zeit. Wenn du möchtest, betrachte den Baum. Achte dabei auf alle Details, die dir etwas bedeuten. Vielleicht ist dir dabei auch die Jahreszeit wichtig. Oder auch die Tageszeit.
Spüre, was für dich von Bedeutung ist, wenn du dich mit diesem deinem Baum beschäftigst. Hörst du auch etwas? Zum Beispiel den Wind in den Ästen, Zweigen und Blättern. Oder irgendetwas anderes, das für dich angenehm ist. Auch auf den Lichteinfall achten. Du kannst dir alles so ausmalen, dass es für dich vollkommen schön und angenehm ist. Nimmst du auch Gerüche wahr, etwa von Holz oder Harz oder Rinde oder Erde? Nimm dazu mit den Händen und deiner Haut Kontakt zu dem Baum auf. Vielleicht magst du den Baumstamm oder die Rinde ertasten. Dick und hart oder weich und rissig, grob oder fein. Möchtest, kannst du dir jetzt auch vorstellen, dich an den Baum anzulehnen. Oder sogar ganz mit dem Baum eins zu werden. So, dass du ganz der Baum bist. Thank you.
kannst du die Wurzeln des Baumes in der Erde spüren. Baumstamm an, von außen und von innen. Kannst du das Gefühl genießen? Ist es zum Beispiel ein Gefühl von Leichtigkeit? Oder spürst du, wie gut es tun kann, Kraft aufzunehmen durch das Sonnenlicht? Ganz bewusst darauf achten, welche Nahrung du jetzt brauchst, was dir fehlt. Und all das nimmst du ganz achtsam auf über die Energie der Wurzeln. Und über die Energie des Sonnenlichts.
du genießt, wie viel Kraft und Lebensenergie aus der Erde für dich da ist. Lasse diese in deinen Körper hineinströmen. Zu haben. Stelle dich darauf ein, dass du dich langsam von deinem Baum und von dieser Übung verabschieden wirst. Begleite dies mit einem Lächeln auf deinen Lippen. Hineingetreten warst, dann löse dich wieder in deiner Vorstellung aus dem Baum heraus. Wenn du dich angelehnt hattest, entferne dich einen Schritt von deinem Baum. Kannst du dich auch bei deinem Baum bedanken? Verabschiede dich von ihm in dem Wissen,
dass du jederzeit wieder zu ihm Kontakt aufnehmen kannst. Nun nimm noch einmal den Baum aus der Distanz wahr. Wenn du magst, kannst du auch die umgebende Landschaft noch einmal betrachten. Verabschiede dich nun in dem Tempo, das für dich stimmig ist. Von dieser Reise zu deinem Baum. Komm langsam, Atemzug für Atemzug, mit deiner Aufmerksamkeit zurück in diesen Raum. Und wie du es dir hier im Raum bequem gemacht hast. Nimm wahr, wie der Boden in diesem Raum dich trägt. Dir Halt gibt. Und wenn dein Körper sich jetzt bewegen mag, lass ihn dies tun. So wie es sich wohlig anfühlt. Sobald du bereit bist, öffne die Augen. Schau dich in dem Raum um und orientiere dich. Komme im Hier und Jetzt wieder an. Thank you.
Dankeschön für euer Dabeisein und Mitgehen. Also wir haben uns nämlich Gedanken gemacht, was wir euch präsentieren wollen. Wir haben euch eine sehr klassische Stabilisierungsübung präsentiert, nämlich die Baumübung. Ursprünglich kommt die von Luise Reddemann. Diese wurde adaptiert und ist zu finden in einem Buch. Das nennt sich Trust, T-R-U-S-T, und ist eine sehr, sehr klassische Stabilisierungsübung, denn wir sind tatsächlich der Meinung, dass Klang nicht heilen in dem Sinn kann, aber es kann zur Heilung beitragen, indem man die Stabilisierung unterstützt mit Klang, hauptsächlich mit Erdtönen. Wir hatten uns bei dieser Klangreise überlegt, dass wir sie für euch als Fantasiereise anbieten möchten und natürlich immer auch geschaut werden muss im eigentlichen Sinn, welcher Klient steht vor mir? Arbeite ich nur mit einer großen XXL-Schale oder der großen Essenschale? Von daher ist das sicherlich eine der klassischen Stabilisierungsübungen, die man auch ohne Klang oder mit weniger Klang begleiten könnte. Genau, also da so viel dazu. Und sie fängt, die Körperwahrnehmung fängt tatsächlich beim Kopf an, weil der Kopf bei Menschen mit Traumatisierungen oder mit Anpassungsleistungen unheimlich in der Kontrolle ist. Und die Idee, direkt in die Füße zu spüren und nach oben zu gehen, fast bis gar nicht undenkbar ist. Also ganz, ganz schwierig. Genau, so viel nochmal kurz zu dieser Klangübung. Genau. Ja. Weiß nicht, ob Angelika noch was ergänzen mag. Ja. Ja, der Auftrag an uns war ja, eine halbstündige Klangreise zu präsentieren. Und für eine Gruppe ist natürlich wichtig, dass man etwas anbietet, was jetzt für alle passt. Sowohl um einen entspannten Abend zu haben und zu dem Thema passend eine Klangreise auszuwählen, die man eben auch in diesem Bereich einsetzen kann. Und diese Stabilisierung ist mit das Wichtigste zu meinem Thema Trauma. Und deshalb war das für uns die erste Wahl sozusagen. Und ich hoffe, es hat euch selber auch gut getan, dass ihr euch selber darauf einlassen konntet, um diese Zeit auch als Regeneration und Entspannung zu nutzen, was ja der Auftrag dieses Klangabends war. Und drumherum unsere Informationen. Wir würden gerne auch noch Fragen beantworten und haben auch noch etwas vorbereitet von in der PowerPoint-Präsentation, je nachdem, was jetzt gerade Vorrang hat. Ich würde noch gern was zu unseren Zielen auch sagen des Seminars, ja. Weil ich habe auch einiges im Chat jetzt mitgelesen und vieles davon, was ihr einfach auch sagt, ist, also gehen wir einfach auch komplett mit. Es geht uns im Seminar mit euch einfach tatsächlich nochmal gut zu gucken, was ist unsere eigene Haltung und des Anwenders. Wie stehe ich selbst auch dazu und wie unerschrocken kann ich auch mit etwas umgehen? Und wie unerschrocken kann oder wie kann ich einfach auch unerschrocken bleiben, wenn in einer Klangarbeit etwas hochkommt? Ja. Denn es wurde eben auch nochmal sehr richtig erwähnt, Klänge können Dinge einfach auch auslösen. Und das haben sowohl Angelika als auch ich in unserer Praxis immer wieder erlebt. Ich bin selbst Traumaberaterin und arbeite mit Menschen, die konkret zu ihrer Psychotherapie Klang suchen. Und es ist tatsächlich, das ist manchmal so ein bisschen was wie ein Haifischbecken, in dem er ist. Und da geht es nochmal drum, wie stehe ich da? Und vor allen Dingen, kann ich selbst auch in dem Moment gut reagieren? Und wir wollen euch, ihr seht hier ganz unten hoffentlich den Begriff Notfallplan. Wir wollen euch ein paar Methoden, Möglichkeiten auch üben und auch vor allen Dingen mitgeben, was kann ich machen, wenn jemand tatsächlich akut dissoziiert im Klang. Kommt nicht so häufig vor, aber es passiert und dann eben auch zu gucken, was passiert. Wir wollen euch richtig viel Theorie an die Hand geben, dafür eben das Seminar und die Theorie, die würde, also ich könnte euch hier Stunden erzählen, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir wollen mit euch auch gucken, wie kann man adäquat für verschieden,
Entschuldigung, verschiedene Menschen, die auch unterschiedliche Traumatisierungen, Überwältigungen mitbringen. Und ihr habt auch recht gesagt, es geht vom Autounfall bis hin zu jahrelanger Verletzung der Menschen bis hin zu Umweltereignissen, Kriegs. Also ich arbeite im Moment mit Flüchtlingskindern über Krieg hinweg und allem Möglichen. Ne? Also für welche Art von Trauma bietet man oder ist es möglich anzubieten? Und es geht uns hauptsächlich darum, wie kann ich zugewandt im Kontakt und in der Haltung gegenüber dem Klienten bleiben. Das sind so die groben, groben Ziele dessen, warum wir eigentlich glauben und ein Seminar entwickelt haben. Ja, also es geht ja letzten Endes immer darum, dass man sich auf einen Menschen individuell einstimmt. Also das Trauma-Thema ist ja ein hochsensibles Thema, was idealerweise in der Einzelarbeit betreut wird und nicht in der Gruppenarbeit. Das ist ja selbstverständlich, dass man sich dann auf einen Menschen so einstellt mit dem ganzen Hintergrundwissen zu diesem Phänomen, den Symptomen, die ein Mensch hat, und zu der Situation mit dem ganzen Hintergrundwissen, das so viel komplexer ist als andere Situationen. Und hier war der Auftrag, eine halbstündige Klangsitzung zu geben, um eben allen gerecht zu werden, dem Thema und unseren Kollegen, die heute diesen Klangabend genießen sollten. So war der Auftrag an uns gerichtet worden und von daher ist das jetzt nicht eins zu eins so zu übertragen. Aber wichtig ist es, was in dieser Klangreise so wertvoll ist, ist es eben diese Sinneswahrnehmung, diese Führung durch den Körper, dieses Anleiten und dieses immer wieder die Sinne in Verbindung bringen mit der Wahrnehmung und dass man da ganz konkrete Unterstützung gibt in dieser Wahrnehmung, weil bei Menschen, wo Gefühle abgespalten sind, aufgrund eben der Traumatisierung, werden eben auch Körperwahrnehmungen abgespalten. Und deshalb ist es so wichtig, jetzt in dieser Klangreise, die jetzt sehr lang war, aber die war jetzt ja auch heute Abend für uns, einfach auch Vorstellungen und Ideen an die Hand zu geben, wie begleitet man durch den Sehsinn, welche Ideen gibt es für den Hörsinn, welche Ideen gibt es für den Riechsinn und den mit den Händen Fühlsinn und auch den emotionalen Fühlsinn. Also wir haben das sehr komplex aufgezogen, weil diese Übung eine klassische Übung ist. Und wenn man das für einen Menschen adaptiert oder für einen Menschen gestaltet, dann geht es ja immer darum, das zu adaptieren, was ist denn jetzt im Fokus. Also es muss ja nie so komplett gemacht werden, aber man kann sich einzelne Elemente daraus nehmen. Und das ist mir grundsätzlich wichtig zu sagen, dass man eine Fülle an Repertoire hat und aus diesem Repertoire das auswählt, was ist jetzt für diesen Menschen heute in dem Kontext, in dem ich mit ihm arbeite, was es da gerade braucht. Und wir haben einen großen Überblick zu diesem Thema Sinneswahrnehmung. Und das Bild mit dem Baum, das ist natürlich ein sehr existenzielles Thema. Dann kann man nämlich losgelöst von sich und seinem Körper und der eigenen Identifikation sich mit einem Naturwesen, sprich einem Baum, identifizieren. Und darüber bekommt man einen leichteren Zugang zu sich und kann das fühlen, was ja oft ein sehr heikles Thema ist, sich und seinen Körper zu spüren, weil dieser Körper ja auch diese Traumaspuren trägt und diese Narben sozusagen. Und über den Baum sich identifizieren, macht den Zugang des Fühlens leichter. Also das ist eine Erfahrung aus unserer Praxis. Ja, schönen Dank, Angelika. Es ist hier dann auch nochmal natürlich gesagt worden, und das trifft ja auch zu, welche besondere Bedeutung den Klängen zukommt. Stefanie hat auch ganz klar gesagt, es ist immer die unterstützende Situation, die wir im Komplex auch sehen müssen, wenn wir von einer Ganzheitlichkeit sprechen. So das Bedürfnis, sich anzulehnen, Leichtigkeit zu spüren und das Gefühl, was im Körper nicht mehr vorhanden ist, natürlich mit so einer Körperreise, die auch eine Körperklangreise ist, damit auch
verstehbar und vor allem durch den Klang fühlbar zu machen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn es um die Frage geht, was kann der Klang hier bewirken. Ich glaube, das ist dann auch nochmal ganz schön rübergekommen. Und das ist natürlich für viele auch etwas Neues, die jetzt hier hören. Und wenn man einfach vielleicht andere Vorstellungen hat oder auch gelesen hat, wie man so im sprachtherapeutischen Kontext mit Traumata umgeht. Und das wissen wir ja auch, Angelika, wir haben ja schon viel zusammengearbeitet. Der Zusammenhang von Klang und eben auch Sprache ist eben etwas Besonderes. Und dann geht es auch um das Erden. Das heißt also, dass die Bereitschaft ist, es aufzunehmen. Und damit, gerade über die Amaturgada, ist es eben auch, wissen wir, dass der Klang sehr viel über, auch über das Emotionszentrum aufnimmt, was wieder zu stimulieren gilt. Wir wissen nur, dass ein gut genährtes Emotionszentrum letztlich auch zu Handlungsänderungen führt, wie wir sie auch in der Transformation haben. Das ist natürlich alles sehr viel und das konnte natürlich heute in dem Sinne auch nicht geleistet werden, wie das Seminar kann. Und so ist es immer natürlich auch unser Wunsch gewesen, euch selbst eben auch mit dem Klang etwas zu bieten in die Entspannung. Das war nun an der Qualität nicht so gut, aber ich denke, das können wir nochmal nachholen. Und alle anderen Dinge, die vertiefend sind, sind ja auch in eurem Seminar. Und ich möchte nochmal, dann bitte ich dich, Janni, nochmal das Seminartitel einzuspielen. Es ist hier die Frage, Angelika, vielleicht kannst du das beantworten, welche Voraussetzungen es für dieses Seminar gibt. Da steht es schon. Oh, das ist gar nicht komplett. Die Voraussetzung ist natürlich die Klangmassage-Ausbildung, PTS-Klangmassage-Praktiker, Praktikerin und individuelle Klangmassage. Und eine weitere Voraussetzung ist für uns, dass Menschen in das Seminar kommen, die mit dem Thema Trauma, also oder mit Menschen, die ein Traumathema haben, in Kontakt sind. Also, das ist da wirklich schon ein Wissen gibt im Sinne von, ich kenne einen Menschen, ich bin mit einem Menschen im Kontakt und ich habe ein Bild vor Augen, wie sich das bei diesem Menschen gestaltet. Und dann können wir auch sehr individuelle Lösungen finden. Also Menschen, die da noch gar nicht in diesem Bereich sind, das war jetzt nicht die Idee, sondern Genau. ja. Darf ich was, darf ich noch was zu ergänzen? Gern. Es geht nämlich tatsächlich darum, ganz genau zu gucken, wie können wir euch dabei unterstützen, mit diesem Mensch auch zu arbeiten, weil das Trauma, die Belastungsstörung, die Anpassungsleistung, die Symptomatik, ich nenne es jetzt mal sehr, also so sehr allgemein, die gibt es nicht. Bei jedem Menschen ist es anders. Und es ist, ne, bei einem Mensch, der ein Entwicklungstrauma mit sich bringt, ist es anders wie der, der einmal einen Autounfall hatte und daran wirklich am Zerbrechen ist. Es gibt Menschen, die spüren viel, es gibt Menschen, die spüren gar nichts und alles dazwischen ist möglich. Und darum ist es uns so wichtig, dass ihr, wenn ihr, ne, eine Idee davon bekommt oder wenn ihr Menschen habt, mit denen ihr unterwegs seid, sehr konkret gucken wollen, was kann denen, die das unterstützen? Denn uns ist es wichtig, dass ihr sicher mit diesen Menschen arbeitet, weil wenn wir als Anwender nicht sicher sind, dann brauchen wir es auch gar nicht zu tun. Uns geht es um eure Sicherheit, uns geht es darum, euch Methoden, Möglichkeiten, im Notfallkoffer sind mindestens 10 verschiedene Dinge drin, die wir mit euch auch erleben wollen, durchspielen wollen, üben wollen und auch nochmal ganz viel Sprache auch nochmal üben. Das ist das, was wir mit euch wollen. Deswegen auch die Voraussetzung der Ausbildung, weil es wird keine Gelegenheit sein zu gucken, wie schlägeln wir eine Schale an. Das würde das Ganze einfach sprengen. Ja. Genau. Ja, das Thema ist ja so komplex und so sensibel. Also Menschen wollen immer gern Rezepte haben. Was mache ich bei Trauma? Und sowas kann man nicht beantworten. Und dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Und deshalb immer so persönlich, so konkret wie möglich, weil dann, nur dann kann man wirklich
gemeinsam im Seminar und in dem Gespräch wirklich schauen, was braucht es denn für diesen Menschen und auch dafür zu sensibilisieren, wie komme ich denn aufgrund dieser Vorgeschichte, die wir dann ja thematisieren, zu einer Lösung? Wie erarbeiten wir eine Lösung, was wir diesen Menschen anbieten können? Darum geht es uns, dass es sehr konkret ist, damit es wirklich hilfreich und effektiv ist. Das ist unser Anliegen. Ja, danke schön, Angelika. Ich denke, es sind jetzt viele Fragen, die drin sind, auch schon beantwortet. Das ist auch gut, gerade die Individualität. Natürlich suchen die Menschen immer nach Rezepten, ne? Das wissen wir auch. Aber es lässt sich nicht ein Konzept auf alle anwenden, die Individualität. Und da haben wir natürlich den Vorteil, der Klang öffnet erstmal den Raum. Und in dieser Lehre kommen wir dann zu dem, was wir ja so Potenzialentfaltung auch nennen. Also den Raum geben, um einfach reinzuschauen und mit uns zusammen zu spüren, was der Mensch braucht. Und das ist die gute Verbindung zwischen ja euch Experten und letztlich auch die Verbindung mit Klang. Und das ist schon auch deutlich geworden. Also in diesem Sinne möchte ich mich und wir uns von euch verabschieden. Alles Gute und lebt den Klang. Dankeschön.
Musik.